Es ist da, mein neues Buch, mein aktueller Roman. Und ich möchte ihn kurz vorstellen. Er ist ein Folgeroman von Tinkas Liebhaber, ohne ein Folgeroman zu sein, wie das bei all meinen Büchern ist. Auch bei Spannende Leichtigkeit, es gibt drei davon, aber jeder ist einzeln lesbar, ohne dass man den Band zuvor kennen muss. Das war mir ganz wichtig. Und in Tinkas Liebhaber ging es ja um Tinka, die die Liebe mal ganz anders lebte, so frei von dem, wie man gelernt hat, dass sie zu sein hat. Und das beinhaltet auch die Sexualität. Und trotzdem hatte sie, was heißt trotzdem, sie hat mit der spirituellen Welt so überhaupt nichts am Hut gehabt. Also das, was viele unter Spiritualität oder spiritueller Welt verstehen. Es kommen zwar auch Faktoren in Tinkas Liebhaber vor, weil ihre Freundin sich mit Göttinnenaspekten beschäftigt und Tinka ist da schon fasziniert, aber das ist ja alles noch ganz fremd. Und so kam mir die Idee, es gibt genug Menschen, die Spiritualität ganz anders leben, als wir denken, dass es ist. Weil für mich bedeutet das, dass man sich einfach auf sein Bauchgefühl, auf seine Intuition, seinen Instinkt vertraut. Und da muss man nicht irgendwelche Auras sehen können oder schamanisch reisen können, also all das, was wir unter Spirit verstehen. Und jetzt hatte ich dann also die Idee, ein weiteres Buch zu schreiben, wo Tinka eben auf eine Frau trifft, die die spirituelle Welt so lebt, wie viele es kennen. Und das hat mir total Spaß gemacht, so fantasietechnisch in diese verschiedenen Rollen einzutauchen. Einmal die Frau, die schamanisch reist und die so mit dem Leben und mit dem Universum kommuniziert auf ihre Weise. Und Tinka, von nix eine Ahnung, hört dazu und ist einfach nur erstmal nee, oder? Geht ja gar nicht. Und dann, wow, das passt ja alles. Und dann, boah, Gänsehaut. Und plötzlich fängt sie an, viel bewusster durchs Leben zu gehen. Und deswegen hat mir das viel Spaß gemacht, immer so in die unterschiedlichen Rollen einzutauchen. Und ich mag euch auch den Buchrückentext vorlesen. Tinka ist eine Single Lady, voller Leichtigkeit und Daseinsfreude, welche das Leben und die Liebe liebt und dieses mit ihren Liebhabern genießt. Auf Teneriffa begegnet sie Mer, Mutter zweier Kinder, welche Tinka im Anschluss in ihren Briefen erzählt, wie ihr Ehe- und Liebesleben Jahre zuvor auf den Kopf gestellt wurde und sie innere Ketten sprengte, nachdem sie ihrem Krieger begegnete. Beim Schreiben fließen ihre Erfahrungen mit der spirituellen Welt mit ein, was für Tinka neu und faszinierend ist. Obwohl die beiden Frauen so unterschiedlich sind, können sie sich füreinander öffnen, weil ihre Weise zu lieben sich sehr ähnelt. So tauchen sie gemeinsam ein in Liebe, Sexualität und Spirit, erforschen die Essenz der Macht der Weiblichkeit und die Leopardin begleitet sie. Wieder. Und so kommt dann eine überraschende Wende in Tinkas Leben. Was mir Spaß gemacht hat an diesem Buch, und deswegen steht da auch die Erwähnung des Kriegers. In meinen Büchern geht es immer ums Miteinander von Frau und Mann. Und der Krieger in diesem Buch, da habe ich gedacht, erschaffe ich mal einen Mann, der eben Krieger ist. Das ist ein Polizist, der Auslandeinsatz in Kosovo hatte, der Tod erlebt hat und töten musste. Und der trifft auf diese spirituelle Mär, eine Irin, die Maria genannt wird, und erfährt, dass er auch eine ganz andere Seite hat. Und zwar eine hochempathische Seite. Und es ist total schön gewesen, sich so aufzuschreiben, wie der Krieger und Maria miteinander umgehen konnten. Und sie ganz erstaunt war, dass jemand, der töten musste, so empathisch sein kann, wie sie es sich von anderen Männern gerne gewünscht hätte in ihrem Leben. Und somit ist wieder das übliche Thema in meinen Büchern, wie gehen Frau und Mann miteinander um und was ist wichtig im Umgang miteinander und welche Türen geöffnet werden können, wenn man sich auf die Liebe einlässt.
Ja, dieses Buch war jetzt nicht das einzige Buch, das ich dieses Jahr oder letztes Jahr, also wirklich in Abfolge, schnelle Abfolge veröffentlicht habe. Ich habe das vor 3 Jahren angefangen. Es blieb aber liegen, weil Hans-Jürgen John ein Kapitel schreiben wollte. Dann habe ich ja erst den Reiseführer gemacht, der so in 3 Wochen fertig sein wird. Reiseführer, Abenteuer, Landfrau. Ganz, ganz eine andere Form des Schreibens, wie bisher, sehr realitätsbezogen und liebevoll, als auch im Klartext, was Umgang zwischen Mann und Frau betrifft. Und der musste dann aber auch liegen bleiben, weil Hans-Jürgen die Kurzfassung schreiben wollte und ich dazu kam. Und da ich nicht ohne Schreiben sein konnte und wollte, ließ ich mich dann von Freundinnen anschubsen und habe noch das Magie der Blumen Buch geschrieben mit 33 Blumenorakelkarten. Und das hat totale Freude gemacht. Und ja, und jetzt bin ich ganz stolz, dass letztendlich innerhalb von 2 Monaten 3 meiner Bücher ihren Abschluss finden und kaufbar sind. Die anderen, die schon veröffentlicht wurden, in den letzten 10 Jahren natürlich auch. Und wer Lust hat, kann gerne auf meine Autorenseite schauen. Ich würde mich sehr freuen über das Interesse und freue mich natürlich auch, wenn das Buch erworben wird. Auch so eine Geschichte in der Welt der Bücher, wo es ja durch heutzutage ganz viele Angebote gibt und man da eigentlich kaum Fuß fassen kann. Was mich aber nicht abschreckt. Schreiben ist mein Leben und ich muss kommunizieren. Und wenn ich das nicht tue, ist es, als ob ich mir die Luft zum Atmen nehme. Und wir brauchen Luft zum Atmen und ich brauche das Schreiben. Und jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Und oben im Text wird dann stehen die Verlinkung zu meiner Autorenseite. Danke, danke, danke. Winke, winke, winke.